Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu Heelfuck die News HD, der Sendung auf YouTube rund um Transfers, Transfer-News und den neuesten Transfer-Gerüchten. Und heute möchte ich schnell mal zwei Gerüchte zu meiner Hertha bringen. Es scheint mittlerweile sehr, sehr klar, dass Chigerzi nicht ganz so schnell wieder fit wird und man ihm die Zeit lassen will, in Ruhe fit zu werden und nicht nochmal so einen Schnellschuss zu machen wie vor der Saison. Und deswegen soll nochmal im Mittelfeld ein Achter her, der auch Sechser spielen kann oder zur Not auch mal auf der 10 ja, aufgestellt werden kann. Und an Paulinho war man schon dran, an Jabo hat man kurz ein Gerücht gehört und dann gab es noch zahlreiche weitere, die findet ihr alle auf meinem Kanal. Und heute kommen zwei weitere dazu, also es wird auf jeden Fall jemand kommen, das sieht man einfach dadurch, dass so viele Gerüchte auf die Welt ja, gebracht werden. Ja, heute geht es jetzt erstmal im ersten Video um einen weiteren Hochkaräter, vielleicht sogar einen etwas größeren Namen in Europa als Paulinho selber. Ist auf jeden Fall länger bekannt als es Paulinho ist, ist Schweizer Nationalspieler und heißt Gökhan Inler, spielt momentan beim SSC Neapel und jetzt könnte man sagen, boah, bei Neapel, der Marktwert ist auch viel zu hoch für die Herthaner, aber ich möchte nur mal ein Beispiel vorneweg bringen und zwar kennt ihr ja alle den Hamburger SV und die haben ja vor der Saison jemanden losgeeist von Neapel, aus Schweizer, Valon Birami. Und den haben sie sogar relativ günstig bekommen. Der ist ungefähr im selben Gebiet anzusiedeln wie Inler, vielleicht ein Stückchen drunter, aber trotzdem, es zeigt, Neapel ist dazu bereit, Spieler günstiger abzugeben, als sie es eigentlich müssten. Und deswegen ist der Transfer einigermaßen realistisch. Um nicht zu sagen ganz realistisch, denn Hertha ist ja mittlerweile auch ein bisschen finanzstärker und scheint bereit, ja, sich ins Verderben zu bezahlen, statt einfach mal auf der Trainerposition ein bisschen zu überlegen. Aber gut. Die kleine Kritik an meinen Freund Herr Luhukay musste natürlich sein. Jetzt zurück zur News: Gökhan Inler. Im Sommer war ja Hertha schon auf großer Einkaufstour. 9 neue haben wir ja geholt, darunter Stocker oder Kalou, also schon große Namen. Und jetzt könnte halt wieder der Inler dazukommen. Was das Gute ist an Inler, er ist sehr erfahren, er organisiert das Ganze richtig gut im Mittelfeld. Er ist jetzt nicht nur auf sich selber bedacht, sondern wirklich auch ein Organisator. Das ist das, womit ja, die bisherigen Mittelfeldspieler überfordert waren. Und wenn Inler kommen könnte man Hossogai wirklich auf die 6 verfrachten und dass er dort dann nur noch Defensivaufgaben hat. Denn Hossogai ist bei allem besten Willen einfach vorne miserabel, genauso wie Peter Niemeyer. Wenn es nach vorne geht, kannst du die beiden in die Tonne treten, dann kannst du dem Gegner fast den Ball schon herschenken. Ja, auf jeden Fall, Hertha hat ja die starke Aufstiegssaison gespielt, jetzt hapert es etwas und deswegen will man da reagieren, denn man kann sich nicht darauf verlassen, dass Dortmund und Freiburg ja, da unten bleiben und Bremen dann auf dem 16. Relegationsplatz verbleibt, sondern muss sehen, dass man selber ein bisschen in Schwung kommt, denn Dortmund traue ich auf jeden Fall zu, da unten rauszukommen. Bei Freiburg würde ich es mir auch sehr wünschen und Bremen mit dem neuen Jugendkonzept, sollte dort Klose auch noch kommen, kann man auch zutrauen, da unten noch ein bisschen rauszukommen. Also das heißt, von unten kommen Leute nach, deswegen müsste Hertha eigentlich sehen, dass wir wieder auf Trab kommen. Und ja, es hat sich nicht wirklich bewahrheitet, was viele Fans halt vorher befürchtet haben, dass im Sturm das große Problem der Herthaner auftritt, nachdem Ramos weg ist. Ich hatte ja vorher so eine große Zeit, Sturm ist nicht unser Problem, Schieber ist absoluter Topmann und dass Kalou auch noch gekommen ist, wenn man den richtig einsetzt, den Kalou, dann ist der auch ein Topspieler, nur muss der richtig eingesetzt werden und nicht so, wie man das halt so denkt. Deswegen hat sich halt festgestellt, ja, dass, ja, im Sturm, das ist ja gar kein Problem. Die Stürmer, die treffen ja alle, so ganz zuverlässig sogar. Und das große Problem ist, wie man sich die Chancen erarbeitet, zum einen. Und zum anderen natürlich, dass man jedes Mal so viele unnötige Gegentore fängt, aber richtig viele. Ich glaube, Berlin hat deutlich mehr
Gegentore, auf jeden Fall eine schlechtere Tordifferenz als die hinter ihnen. Und wenn es dann zur Punktgleichheit kommt am Ende der Saison und das so bleibt, dann ist man ganz schnell mal unten und das war's. Ja, auf jeden Fall, das ist halt so das Manko, dass hinten die Defensive viel zu schwammig ist und dann nach vorne der ruhige Spielaufbau, der ist halt nicht vorhanden. Das ist mehr so ein Zufallsprinzip momentan und dieses Problem könnte Gökhan Inler natürlich beheben, wenn er in der Form ist, die man von ihm gewohnt ist. Ist 81-facher Schweizer Nationalspieler, 30 Jahre jung und unter Trainer Rafael Benitez, auch ein sehr bekannter Trainer, nicht mehr erste Wahl, sondern nur noch mehr oder weniger Joker. Und ja, dann ist jetzt die Frage, kann man diesen Transfer stemmen in Berlin? Und will es überhaupt stemmen oder besinnt man sich lieber auf eine günstigere Alternative oder auf eine jüngere Alternative? Will 30 Jahre, gut, der hat garantiert noch 4 Saisons, das sollte locker reichen, aber ja, mal, ich weiß nicht, wie da der Herr Luhukay und der Herr Preetz planen. Und tja, Lustenberger soll wohl im Trainingslager ab und an mal wieder vor der Abwehr getestet werden. Das könnte natürlich für dem guten Posogai das ausbedeuten. Zumindest deutlich weniger Spielzeit, wobei Posogai natürlich Trainers Liebling ist und das ist eigentlich faktisch ausgeschlossen. Sagt der Fakti, faktisch ausgeschlossen, weißt du, dass da der Posogai weniger Spielzeit bekommt. Ja, man darf auf jeden Fall gespannt sein. Konkurrenten von der Hertha sollen Beşiktaş Istanbul und der FC Parma sein, die auch Gökhan Inler gerne hätten. Man sollte da besonders vor Beşiktaş Istanbul Angst haben, also in Anführungszeichen Angst, denn die die Türken sind ja bekanntlich nicht ganz finanzschwach. Aber wie gesagt, Hertha hat dafür andere Alternativen, die Bundesliga ist attraktiv. Es sind schon ein paar andere Stars gekommen, die keiner erwartet hätte, Stocker und Kalou, und von daher denke ich, ist da schon mitzurechnen. Ist auf jeden Fall eine richtig gute Alternative, würde gut die Anforderungen erfüllen. Fragt sich nur, inwieweit dann der Trainer das zulässt. Das war es auf jeden Fall erstmal von mir. Lang genug haben wir ja geredet. Sehr, sehr lang sogar, wenn ich das hier so sehe. Und jetzt könnt ihr noch eure Meinung reinschreiben. Was denkt ihr, welche von den vielen, vielen Mittelfeldspielern wird sich zu Hertha transferiert und welcher könnte den Herthanern am meisten helfen? Paulinho, Inler oder einer von den alternativen, billigeren, in Anführungszeichen, Lösungen? Ich freue mich auf eure Meinung und wenn ihr weitere Wünsche habt zu Transfers oder etc. pp. Stories rund um die Vereine, dann schreibt einfach in die Kommentare, am besten immer mit Link, dann geht das für mich ganz schnell und ich muss mich extra noch suchen. In diesem Sinne euch noch einen schönen Tag. Ich weiß nicht, ob ich es heute am Sonntag noch hochgeladen kriege oder ob ich es erst für Montag mache. Ich muss mal schauen, ich bin heute erst später zu Hause. Aber wir kriegen das schon hin und ja, wie gesagt, euch noch einen schönen Tag, egal ob es Sonntag oder Montag ist. Bis dann, ciao, ciao.